Schaut euch diese Unbewachte an. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Vielleicht hast du es ja mitbekommen, in der letzten Woche gab es gar keine Videos. Das lag daran, dass ich krank war. Ich habe mir gedacht, ich werde heute mal kurz das Thema anschneiden. Würzschrauben, wo man sie herbekommt, warum es viele nicht kaufen können und was das im Internet für Angebote sind und warum sie kacke sind. Aber zuallererst vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche. War wirklich super lieb, was ich da von euch teilweise auf Instagram gehört habe. Dankeschön. In der vergangenen Woche, also vor 2 Wochen, gab es eine weitere Folge Werkstattbesuch. Da habe ich den lieben Martin besucht. Da durfte ich freundlicherweise mal vorbeikommen und ich habe ihm mal ein paar Fragen gestellt. Wir haben uns zusammen die Werkstatt angeschaut. Und das gab's fertig auf meinem Kanal als Video. Vielen lieben Dank auch da wieder für diese ganzen grandiosen Kommentare. Also es gab wirklich nur, ausnahmslos, es gab nur richtig geile Kommentare. Und das ehrt mich wirklich, wirklich sehr. Also danke, also es freut mich. Danke an dich, dass du hier zuschaust. Und danke einfach. Eine Sache wollte ich jedoch euch noch fragen, denn in Martins Werkstatt steht ja eine Kombimaschine und ich habe mich vor Ort mit Martin auch hinter der Kamera so ein bisschen unterhalten über die Kombimaschine und da wollte ich euch was dazu fragen, denn ich persönlich bin nicht so der Fan von Kombinationsmaschinen. Ihr seht hier zum Beispiel, ich habe einen getrennten Kantenschleifer und einen getrennten Tellerschleifer. Ist beides eine getrennte Maschine. An der Tischkreissäge ist auch kein Anbaugerät. Wollte ich nämlich nicht. Es gibt ja auch Langlochbohreinrichtungen, aber wollte ich einfach alles nicht an meiner Maschine haben. Das Ganze gilt auch mit dem Frästich. Der ist auch separat und nicht an der Tischkreissäge angebaut und so ist es grundsätzlich mit allen meinen Maschinen. Alle Maschinen stehen so, dass ich quasi direkt hingehen kann und kann, das spucke ich schon, und kann die Maschine sofort benutzen. Mit Kombinationsmaschinen müsst ihr die Maschine erst umbauen, damit ihr dann den anderen Verwendungszweck benutzen könnt. Ich bin einfach ein bisschen faul, ich will die Maschine nicht umbauen, mir ist es manchmal schon zu viel, eine Abrichte zur Dichte umzubauen, deswegen würde ich mir auch keine 5-fach-Kombi-Maschine kaufen. Ich würde jetzt aber gerne mal wissen, was du dazu sagst. Schreib gerne mal einen Kommentar in die Kommentarfunktion mit dem Hashtag Kombimaschine und schreib gerne mal dazu, warum du gerne eine Kombimaschine wählst oder warum du gerne auch separate Maschinen wählst. Das ist ganz wichtig, ich will direkt an der Maschine arbeiten können. Ich denke einfach, wenn man gerade viele gleiche Arbeitsschritte macht und dann die Maschine gerade umgebaut hat, baut das nächste Teil fertig, fällt einem oft ein, okay, ich brauche das gleiche Teil nochmal und dann muss man wieder alles umbauen. Andererseits kann man auch ein bisschen Platz sparen, aber das kannst du mir dann in die Kommentare schreiben, was du davon hältst. Du kannst auch gerne mal hier oben rechts an der Abstimmung dran teilnehmen, ob du Kombimaschinen cool oder nicht so cool findest. Nicht wundern, ich bin immer noch so ein bisschen angeknackst. Dann habe ich... Ist aber auch gut. Dann war ich ja in der vergangenen Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen auf dem Weihnachtsmarkt. Und was soll ich sagen? Es war ein schöner Weihnachtsmarkt. Es war ein kalter Weihnachtsmarkt. Es war lang. Es war auch anstrengend. Aber unterm Strich kann ich sagen, das war einfach so grandios. Es sind so viele Zuschauer gekommen. Das hat mich so krass geehrt und gefreut, dass da wirklich so viele sich auf den Weg gemacht haben und mich besucht haben. Geil, also vielen lieben Dank. Wenn du ein Zuschauer warst, der vorbeigekommen bist, kannst du auch gerne mal deine Eindrücke unten in die Kommentare schreiben. Also ich kann euch nur mal so eine kleine Story erzählen. Ich habe gerade angefangen zu drechseln, habe ein kleines Teil fertig gedrechselt. Und nach dem Teil ist die Maschine nicht mehr angegangen. Ich dachte, es wäre der Elektrostecker, aber es musste irgendwas anderes sein, denn sie ging einfach nicht mehr an. Und da kam gerade zufällig ein Zuschauer vorbei, der auch noch Elektriker war. Und das war, glaube ich, das 2. Mal von, ich sag mal, 20 Elektroarbeiten, sage ich jetzt einfach mal so, wo ein Fachmann dabei war, der das Ganze sich dann am Schluss noch anschauen konnte und sagen konnte, okay, das ist so okay. Wenn ihr den Stecker falsch rum dran macht, ist das jetzt nicht schlimm. Dass man einfach mal die Vergewisserung hatte. Es war einfach witzig und es hat einfach gepasst. Es war einfach grandios. Das war, wie gesagt, mit einer der Gründe, warum ich den Weihnachtsmarkt gemacht habe. Es war einfach geil, euch treffen zu dürfen. Hier sind auch noch ein paar Aufnahmen vom Weihnachtsmarkt. Ich habe nicht so viel gefilmt. Ich habe auch nicht so viel auf Instagram hochgeladen, denn ich wollte mich einfach so ein bisschen auf die Leute vor Ort konzentrieren. Ich wollte mich auf die Besucher konzentrieren, speziell dich, falls du vorbeigekommen bist. Und deswegen war da einfach nicht so viel Zeit für Social Media. Ich habe ein bisschen was hochgeladen, aber nicht viel. Das Klacken, was ihr da übrigens hört, ist die Standheizung. Da habe ich mal die ganze Zeit schön laufen lassen, damit das Eis am Auto schmilzt. Denn ein VW-Bus bekommt ihr nicht so schnell eisfrei, allein durch die Motorwärme. Dort ist die Standheizung.
Hier ist der ganze Kram. Auf dem Markt angekommen. Bauen wir mal den ganzen Kumpel auf. Dann habe ich, keine Ahnung, in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen, ich bin ein bisschen raus, ich habe mir diese böse Spardose gebaut und das war die Spardose, wo unten einfach eine Mausefalle drin ist und wenn man ein Stück Geld reinschmeißt, explodiert dieses ganze Teil quasi und es ist echt gut angekommen und ich denke, es haben auch viele einfach den Witz verstanden und was mir nochmal wichtig ist, schenkt das nicht eurer Großmutter, also das erschreckt Leute schon extrem, weil das ist so das Letzte, was man erwartet, dass diese Kack-Spardose platzt oder was ähnliches. Ah ja, nee, ich bin noch am Dreher. Ich brauche noch, denke ich, so eine halbe Stunde. Ich habe mich dann noch gefragt, ob eine Werkstatt aufgeräumt sein muss, dass man drin arbeiten kann. Das waren eure Antworten. Was kann ich dazu sagen? Ja, meine Werkstatt sieht schon wieder aus wie ein brutaler Saustall. Das liegt jetzt aber daran zusammen. Ich habe in der letzten Woche nicht viel gemacht bekommen zum Beispiel. Habe noch auf den allerletzten Drücker ein Projekt fertig gemacht bekommen und konnte halt so einfach mein Büro nochmal komplett aufräumen. Und dann habe ich lieber mein Büro aufgeräumt, als dass ich noch abends die Werkstatt hier aufräume. Ich habe jetzt noch einen anderen Videodreh hinter mir, deswegen habe ich heute auch den ganzen Tag keine Zeit gehabt für die Werkstatt. Und aus dem Grund habe ich heute auch nicht aufgeräumt. Ich drehe jetzt die Neuigkeiten, weil das zum Sendeplan, sage ich einfach mal, passt und gehört. Und aus dem Grund ist die Werkstatt jetzt nicht aufgeräumt. Grundsätzlich bin ich auch ein Befürworter davon, dass eine Werkstatt aufgeräumt ist, wenn man ein Projekt anfängt. Normalerweise sieht bei mir ja die Werkstatt immer so aus, wenn ein Projekt fertig ist, dann kann man die Werkstatt quasi nochmal resetten und kann nochmal in einer einigermaßen oder gut aufgeräumten Werkstatt anfangen. Aber zu sagen, weil auch ein paar miese Worte gefallen sind, aber zu sagen, dass das grundsätzlich nicht geht, es ist halt so, man versucht für andere Leute Dinge zu bestimmen, was grundsätzlich, denke ich, in die Hose geht. Ich denke, gerade wenn man so als Hobbyist unterwegs ist, ist es einfach eben selbst freigestellt. Und klar, wenn ich meine Werkstatt hier im Internet zeige, könnte man sogar am Schluss noch sagen, dass das so mein Stilmittel ist, dass das zu meinem Kanal gehört. Genau diese Werkstatt, so wie sie aussieht, so wie sie manchmal nicht aussieht. So viel dazu. Es ist meine Werkstatt. Ich arbeite allein hier drin, deswegen ist es mein Ding. Mein Schraubenregal. Ich benutze Wirtschrauben. Da wollte ich mal kurz drauf eingehen, weil mir da schon lange eigentlich ein Thema im Hirn brannte. Ich benutze Wirtschrauben. Das sind die sogenannten Wirt-Assi-Schrauben. Also A-S-S-Y. Das sind Schrauben von Würth. Die könnt ihr nur bei Würth kaufen, diese Assi-Schrauben. Und was soll man sagen, die sind einfach sehr, sehr gut. Die sind auch sehr, sehr günstig. Wer kann sie nicht kaufen? Es kann sie niemand kaufen. Was ist die Voraussetzung, dass ihr diese Teile hier kaufen könnt, dass ihr diese Schrauben hier kaufen könnt? Es ist quasi, die Mindestanforderung ist ein Kleingewerbe. Kleingewerbe könnt ihr euch für 50 Euro übrigens anmelden. Da müsst ihr einfach zu eurer Stadt, zu eurem Bürgeramt gehen und könnt dort dann euer Kleingewerbe für was auch immer anmelden. Da können die Damen euch dort dann gut beraten. Wenn ihr ein Kleingewerbe habt, seid ihr Gewerbetreibender, dann könnt ihr bei Würth einkaufen, als Privatmann nicht. Ich glaube, es gibt hier und da zwei, drei Filialen irgendwo in Deutschland, wo Würth auch irgendwie an Privatleute verkauft, aber das ist nicht gängig und an nicht vielen Plätzen. Es gibt Würth-Schrauben im Internet, tatsächlich.
Habe ich auch lange gedacht, nur ich habe mich selbst gewundert, warum die so schweineteuer sind. Ich habe in Würz mal telefoniert und da haben die mir dann am Telefon gesagt, das sind die nicht. Würz selbst verkauft die Schrauben auf Amazon zum Beispiel nicht. Ich werde euch einen Link in die Beschreibung packen, da seht ihr genau die Schrauben, die ich meine, die ich euch nicht empfehlen würde zu kaufen, weil die viel zu teuer sind. Die sind echt teilweise 3-4 Mal teurer als ein Packen, was der Typ da verkauft. Die kauft jemand ein und verkauft die dann wieder im Internet. Das darf man grundsätzlich auch bei Würth nicht machen, einkaufen und verkaufen. Da wird man auf lange Sicht, wird man dort dann auch gesperrt. Was könntest du jetzt machen, wenn du diese Würth-Schrauben möchtest? Ihr könnt euch vorstellen, ich habe für alle Schrauben habe ich mittlerweile nur noch ein Bit. Das macht das Leben einfach sehr, sehr einfach. Auch bei den Minischrauben habe ich den gleichen Bit und diesen Bit habe ich eigentlich noch nie ausgetauscht, weil er verschlissen war. Den Bit musste ich austauschen, weil er weg war, weil ich ihn verloren habe. Das hier sind übrigens solche Tüten, da habt ihr dann immer 10 Stück drin und normalerweise halten die echt eine Ewigkeit. Echt lange. Was könnt ihr machen, wenn ihr solche Würth-Schrauben möchtet? Sucht euch einfach einen Kollegen, sucht euch einen Bekannten, der mal ausnahmsweise für euch 2, 3, 4, 5 oder egal wie viele Packen ihr braucht, dass der die mal für euch mitholt. Wenn ihr Kollege für euch mal Würth-Schrauben kauft, dann wird er bestimmt nicht Nein sagen, es tut beiden nicht weh und es ist auch in gewissermaßen noch legitim. Natürlich kaufen, verkaufen, großem Maße ist das dafür nicht gemacht, aber so könntet ihr schon mal an Schrauben kommen. Ich habe auch schon mal ein paar Kollegen einfach gesagt, komm, da bitteschön, hol sie. Also habe ich auch schon gemacht, weil sie einfach gut sind. Also mein Tipp an dich wäre, wenn du die Würth-Schrauben möchtest, Thema aufgeräumte Werkstatt. Schau einfach, dass du irgendwie, du kennst bestimmt jemanden, der eine Firma hat. Frag den einfach mal ganz höflich, hey du, pass auf, kannst du mir ein paar Würth-Schrauben holen? Wenn der da eine Firma hat, und je nachdem, was der für eine Firma hat, haben die auch echt gute Preise. Das bedeutet, da ist es dann auch echt nicht mehr so wild. Frag den einfach und ich sag mir, wir sind ja im Handwerksbereich. Da sagt er einfach, okay, komm, bekommst eine Kiste Bier und Dankeschön, jetzt habe ich für die nächsten 6, 7, 8 Monate Schrauben. Ich kaufe eigentlich mittlerweile 2-3 Mal im Jahr Schrauben und das reicht dann echt sehr, sehr lange. Gerade für die Leute, die jetzt noch vielleicht ein bisschen jünger sind oder halt noch keine Firma haben oder. Bei solchen Läden wie Würth ist es halt nicht wie im Baumarkt. Ihr geht nicht rein, da ist das Preisschildchen und so viel kostet das dann. Bei solchen Firmen wie Würth geht ihr hin. Ich kenne es halt nur von denen, die schon relativ lange dort sind. Die bekommen dann andere Preise, weil die andere Abnahmemengen haben. Die kaufen vielleicht Produkt X 2000 Mal im Jahr und bekommen deswegen auch die Schrauben dann ein bisschen günstiger. Deswegen gibt es halt auch bei diesen Schrauben, so viel was ich mitbekommen habe, nicht diesen einen Preis. Der wird sich, denke ich, immer unterscheiden. Ich kann euch nur empfehlen, holt euch den Preis, den ihr da auf Amazon findet. Holt euch den nicht so als Standardmaß, weil die echt, wie gesagt, sehr, sehr teuer sind. Das sind die Würth-Schrauben, die sind aber sehr, sehr teuer. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Würth-Schrauben benutzt. Würde mich nur mal interessieren. Dann habe ich noch unter dem letzten Video, unter dem Hockerbau-Video, habe ich 3 Dosen Finish verschenkt. Ich habe mir einfach gedacht, okay, es ist jetzt bald Weihnachtszeit, da verschenke ich einfach ein bisschen was, weil es halt auch einfach schön ist. Das wirst du nicht mitbekommen haben, wenn du mir nicht auf Instagram folgst, denn dort habe ich einfach in der Story gesagt, okay, die ersten 3 Leute, die einen Kommentar schreiben, bekommen einfach eine Dose Finish und das verschicke ich auch überall hin. Die 3 Zuschauer haben mir auch geschrieben und ihr könnt mir auch gerne mal auf Instagram schreiben oder ein Foto schicken, wenn das Ganze bei euch angekommen ist und mir einfach ein paar Sätze schreiben, das würde mich sehr freuen. Und wenn du an so einem Ding im Endeffekt auch mal wieder dran teil oder wenn du an sowas dran teilnehmen möchtest, folgst du mir am besten auch auf Instagram. Es kann sein, dass ich dann beim nächsten Video auch wieder sage, okay, der Erste bekommt dann eine Dose Finish einfach so geschenkt. Ich finde, es ist eigentlich eine ganz witzige Sache. Zum Thema Hocker. Ich habe ja dann zu diesen 3 Dosen Finish habe ich oben tatsächlich noch ein Video hochgeladen und da habe ich euch gezeigt, wie ich mir einen super massiven Hocker aus super, super schönem Holz baue. Und da habe ich auch zum Beispiel einen Kommentar bekommen, dass das Ding aussieht wie ein Fleischer-Hackklotz. Und nach diesem Kommentar ist mir echt aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht nur ein Hocker ist. Es ist ein Hocker zum Beispiel, es ist ein kleiner Beistelltisch, es ist ein Fleischer-Klotz. Ihr könntet es in abgewandter Form auch als Schlagklotz in eurer Werkstatt benutzen. Also es rein als Hocker zu bezeichnen, ist denke ich nicht so ganz richtig. Es ist schon ein relativ universelles Projekt und es ist auf jeden Fall ein cooles Projekt. Und ich wurde gefragt, es ist nicht für meine Werkstatt. Dafür ist das Ding wirklich zu fein und dafür wäre hier das Ding immer zu eingesaut. Der Hocker ist für mein Büro. Den stelle ich einfach in die Ecke und wenn ich
ja, kurz Besuch haben, der sich ganz kurz hinsetzt. Hat er einfach einen kleinen Hocker, den man sich schnell holen kann und dann kann er sich zu mir setzen. Auch ist der Hocker nicht wirklich schwer, denn ich habe hier viel Meranti benutzt. Dieses Meranti ist super leicht. Ihr könnt es jetzt leider nicht fühlen, aber dieses Stück Buche ist schon, würde ich behaupten, schwerer. Komm, ich messe jetzt mal nach. Oh, da ist noch die weiße Streife drauf. 226. Okay, es ist doch schwerer. Da habe ich zwei Stücke, die vom Volumen eher besser passen. 810, 730. Grundsätzlich kann ich sagen, dass das Meranti, was ich benutzt habe, echt sehr, sehr leicht ist. Im Vergleich zu so einem Buchenstück, im Endeffekt zum Tragen, macht das schon relativ viel aus. Man kann den Hocker jetzt nicht mit einer Hand hochheben. Vielleicht kann das hier ein Dachdecker oder ein Maurer. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Hocker ist nicht so massiv schwer. Ich denke, wenn man es komplett in Eiche gemacht hätte, wäre das wieder was anderes. Dann wäre das ja fast ein Hauklutz, wo der Holz drauf hacken könnte. Aber so wie ich ihn gebaut habe, ist er nicht so schwer, weil das Meranti einfach nicht so arg schwer ist. Ich wollte die heutige Folge Neuigkeiten mal ein bisschen kürzer gestalten, weil ich ein bisschen im Arsch noch bin. In der vergangenen Woche habe ich aber trotzdem noch ein richtig geiles Teil gebaut. Und ich denke, das ist wirklich für viele die Lösung, die keine große Werkstatt wollen, die keine Werkstatt an sich brauchen, die einfach nur einen Quadratmeter mal 1,5 Meter Karren irgendwie brauchen, die sie rumschieben können, wenn sie an ihrem Auto arbeiten, wenn sie keine Löcher in die Wand bohren wollen, wenn sie einfach nur einen kleinen Ecken haben wollen, wo sie ihren ganzen Kack einsortieren können und einfach was erledigt bekommen können. Für die Leute ist das, denke ich, richtig cool. Für die Leute mit einer größeren Werkstatt ist das ein Zusatz. Ihr seht ja hier an der Seite schon so ein Bild. Auf Instagram seht ihr übrigens noch mehr Bilder zu diesem Werkstattschrank oder mobile Werkstatt. Für mich benutze ich das Ganze als Logistikschrank. Dort verpacke ich Teile in meinem Büro, nicht hier in meiner Werkstatt. Aber ich habe das Ding jetzt schon lieben gelernt. Also ohne Witz, das Teil ist so gut. Ihr habt so viel Stauraum, ihr habt so viel Arbeitsfläche, ihr habt so viel Ablagefläche links und rechts, weil die Teile sind klappbar. Ihr habt 3 French Cleat Wände. Und das Ding ist einfach sehr, sehr gut. Das ist ein Video, was wahrscheinlich so in 2 Wochen oder in 1 Woche dann rauskommen wird. Ich denke, es wird sogar ein Zweiteiler, weil es echt sehr, sehr viel war. Das habe ich auf jeden Fall in der vergangenen Woche hier in der Werkstatt fertig bekommen. Und da muss ich auch echt dazu sagen, dass ich selbst ein bisschen stolz auf mich bin. Denn man braucht für dieses Teil nicht viel. Ich wurde von einem Zuschauer gefragt, was hat denn das ganze Teil gekostet? Also grundsätzlich kann man es runterbrechen. Ich habe 5 Schubladen verbaut. Das bedeutet, ihr braucht 5 Vollauszüge. Ich habe sie von Hettich benutzt. Ihr könnt auch günstigere benutzen, das ist klar. Dann habe ich 4 Scharniere benutzt. Und ich habe in etwa 8 USB-Platten, 12er USB-Platten verwendet. Das bedeutet 50 Euro Holz in etwa. Und dann habt ihr schon ein richtig cooles Teil. Ein bisschen Multiplex noch, aber das könnt ihr euch in der Restschublade Bauers für ein paar Euro dann auch noch abholen. Und wie habe ich es gebaut? Echt die Hälfte mit dieser Führung hier. Damit habe ich echt so viel zugeschnitten. Also absolute Nachbauempfehlung. Und die anderen Teile habe ich dann einfach an der Tischkreissäge geschnitten. Und so einfach war es. Und es ist einfach genau geworden. Ich habe das komplette Ding nach Plan gebaut. Und das bedeutet, dass diesmal alle Schubladen gleiche Abstände haben. Jede Schublade passt auch in jedes Fach. Das ist echt sehr, sehr schön. Das war nämlich vorher bei mir noch nie. Und das ist das vergangene Projekt. Das wird bald kommen. Meine Stimme verabschiedet sich gerade. Und auf jeden Fall findet ihr auf Social Media noch ein paar Infos. Da habe ich auch noch ein paar Takte zu beschrieben, falls euch das interessiert. Und das soll es für die Neuigkeiten heute gewesen sein. Und wünsche euch eine ganz entspannte Zeit mit euren Liebsten. Und sag bis zum nächsten Video. Tschüss.